So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute könnte es für den DAX richtig eng werden. Da schauen wir gleich drauf. Doch zunächst einmal kurz noch zu den Forex-Werten und noch zum Silber und Öl. Silber, ja, kann jetzt hier auch heute noch nicht ganz von der Unsicherheit an den Aktienmärkten profitieren, auch Gold nicht. Allerdings hier ist weiterhin das Level eben von 18,67 wichtig. Und bislang liegt er halt hier auch unter dem Tageschart, unter dem Rainbow. Also hier dürfte, wenn die Marke von 19,24 wieder geknackt wird, auf Tagesschlussbasis, sollte hier Dynamik reinkommen. Im Gold könnte eben Dynamik reinkommen, wenn die 1330er Marke geknackt wird. Hier im 4-Stunden Chart liegt eben 2 Dollar weiter unten noch ein Widerstandslevel und auf Stunde liegt es hier auf 1327. Also überall befindet sich hier der Goldpreis noch unterhalb des Rainbows. Und somit kann sich hier die Korrekturphase sich noch ausdehnen, doch allerdings eben jeweils dann 1 Euro immer trübert. Nach den Zeitebenen fächert sich oder ist das Bild, wird es dann eher bullisch. Auch hier ist zwar weiterhin die Marke von 1360 wichtig und eben auch dann mit dem Bruch dieser Abwärtstrendlinie auf Tagesbasis. Also wenn beides sowieso dann womöglich vielleicht an einem Tag passiert, weil es halt wirklich eine Rallye-Bewegung startet, dann sehen wir hier schnell wahrscheinlich die Kurse von über 1400 US-Dollar. Und nicht pumpen. Öl hat ja gestern schon in dem Video, wo es noch höher stand, die Kursziele erreicht. Weitere Pfeile gab es nicht und wird auch heute nicht geben. Also hier sind eher fallende Kurse zu erwarten. Und dann irgendwo in den Bereich von 46,50 jetzt hier bei WTI vielleicht einzusteigen. Mit einem engen Stopp beim Brent wäre es hier ungefähr die 48,30, was schon gestern ja benannt worden wurde, wo hier ja nur dann ein Tief vom 48,60 ausgebildet wurde. Hier würde, schauen wir kurz noch die Stunde an, ob hier auf, hier wurde knapp auf Stundenbasis dann die 50 US-Dollar auch erreicht. Doch dann gab es hier die Reversal-Kerze und im 4-Stunden-Chart gab es dann eine 4 Stunden später dann hier eine Bestätigung, dass hier erstmal das Ende sein kann. Also hier eher abwarten. Shorten würde ich jetzt nach den Kursgewinnen, beziehungsweise jetzt schon den vom Hoch hat es jetzt ja über 1 Dollar verloren, eher nicht. Pfund gegen US-Dollar kommt nicht in Schwung. Hier liegt gleich die minus 50 Pips. Und US-Dollar gegen japanischen Yen hat ja hier das Kursziel erreicht. Auch heute Nacht nochmal ein Anstieg bis 107,76 und dann der Abverkauf wieder, also die Kerze. Die 4-Stunden-Kerze sieht ja witzig aus. So, dann kommen wir zum DAX. Zunächst kurz eben der große Übeltäter mal, auch die Deutsche Bank. Vor dem Urlaub habe ich auf Godmode auch diese Analyse veröffentlicht mit dem Bruch der 1285 sollte es bis knapp 14 Euro ansteigen, was es dann auch hier wirklich tat. Der Rücksetzer trat ein, dann nochmal ein Versuch
Doch dann wurde diese hier abgewürgt und mit dem Gap natürlich hier, es wirklich absolut bärisch ist, dann dieses Szenario komplett ad acta gelegt und den Stoppkurs dann gerissen. Heute hat, kann man hier, wenn man das umstellt, hier wurde sogar kurz die 10-Euro-Marke unterschritten, jetzt vorbörslich. Und ja, eigentlich Unterstützungen sind natürlich nicht auszumachen. Muss man natürlich weiter im Blickfeld haben, was, ob jetzt wirklich dann die 10-Euro-Marke nachhaltig aufgegeben wird. Das wird natürlich auch den DAX dann weiter belasten. Hier im DAX auf Xetra-Basis erstmal gestern ja im Prinzip noch diese Aufwärtsbewegung schön korrigiert. Und hier stehen wir, wenn ich auch hier auf die Indikation dann umschalte. Deutlich unter diesem Beginn der Aufwärtsbewegung, unter diesem Tiefpunkt. Was jetzt hier natürlich die nächsten 20 Minuten sind wichtig, wenn sie hier der DAX auf Xetra trotzdem noch über der ja, 10.266 halten kann. Gibt es noch eine vage Hoffnung, dass hier das Szenario, was ich eingezeichnet habe, also neue. Ja, direkt neue Aufwärtsbewegungen kann sich das noch, kann man das noch, kann sich das vielleicht noch durchsetzen. Allerdings mit dem Bruch dann eben auch auf Xetra-Basis sieht es eben nicht mehr gut aus. Dann kann hier, was hier schon eingezeichnet worden ist, eben zu einer Abwärtsbewegung bis 10.008 Punkten dann kommen. Auf Future-Basis, da ist noch so ein Level eingezeichnet werden, ein Unterstützungslevel und erst mit dem Bruch hier von 10.220 wäre hier dann deutliche Abgaben zu erwarten, was dann eben so zum gleichen Level führen kann, zu 10.010 etwa oder 10.008 von vorhin. Also hier muss man wirklich auf der Hut sein. Doch zunächst sind eben die ersten Xetra-Kurse abzuwarten. Euro, US-Dollar. Hier bleibt anscheinend für die Marktteilnehmer auch der EMA 200 sehr wichtig. Der würde wieder hier verteidigt. Allerdings auch ohne jetzt hier irgendwelchen Druck aufzubauen. Da gibt es nichts Neues. Ich werde mich später nochmal melden. Auch wahrscheinlich per Video und nochmal die Lage dann im DAX erörtern. Danke fürs Zuhören, dann bis später.